Du brauchst mehr Tore? In diesem Video gibt es 7 Tipps für deinen Abschluss, das Dribbling und den Spielaufbau, um dich sofort zu verbessern. Tipp Nummer 1, der Abschluss im Strafraum im 16er. Erzielen wir die meisten Tore. Und zwar gibt es da eigentlich nur 2 Dinge zu beachten. Als erstes, mach immer eine Ballberührung in die Richtung, in die du schießen willst, einfach mit dem linken Stick, und wir wollen im 16er immer ins lange Eck gehen. Und dann die zweite Sache ist einfach, welche Schussart, einen ganz normalen Powershot, also einfach mit Kreis oder mit B den Schuss, so 2,5 Balken aufladen in dieses lange Eck. Tipp Nummer 2, Dribbling im Strafraum, und die allererste Option ist hier einfach das Left Stick Dribbling, also einfach nur dribbeln, den Spieler bewegen, indem du den linken Stick bewegst. Auf keinen Fall Sprinten benutzen, wenn es sich vermeiden lässt, gerade im 16er, wo du auf engen Raum bist, würde ich nicht sprinten, denn ohne Sprinten bessere Ballkontrolle, besseres Passen und besserer Abschluss. Weitere Möglichkeit fürs Dribbling im 16er ist das Straight Dribbling. Dazu einfach L1 oder LB gedrückt halten und dann mit dem linken Stick den Spieler bewegen, so hier wie mit Lukas. Und dann kannst du sehr, sehr gut machen, dass du zum Beispiel mit dem Strafe nach rechts gehst oder wie hier nach oben und dann L1 loslassen in die entgegengesetzte Richtung mit dem Slick. Und hier darfst du einmal kurz die Sprint-Taste antippen. Aber wenn ich noch einmal kurz antippen, so wie ich das mache, dann hast du hier diesen Exit aus diesem Strafe-Dribbling und dann kannst du wirklich sehr, sehr gut wieder ins lange Eck gehen mit den 2,5, 2 Balken mit dem Power-Shot. Und dann bist du wirklich im 16er ohne über so... Dann bist du wirklich im 16er ohne Skill-Moves schon super beweglich. Und die besten Skills schauen wir uns gleich noch an. 1-gegen-1 Situation mit dem Torwart. Hier ist am allerbesten eigentlich einen Lupfer zu machen. Gerade wenn der Torwart rauskommt, auf dich zukommt, dazu einfach L1, LB halten und dann wieder mit Kreis mit B die Schusstaste aufladen. Dabei musst du nicht ins lange Eck, ins kurze Eck, in den Winkel zielen, sondern einfach mittig ins Tor zielen. Und dann hast du wirklich eine sehr, sehr gute Chance, gerade wenn die Torhüter rauslaufen, die zu überlupfen. Achtung, manche Leute versuchen so ein bisschen zu tricksen. Die gehen kurz raus, bleiben dann stehen. Da kannst du einfach einen Schritt um den Torwart rum machen und dann einschieben. Tipp Nummer 4. Außerhalb des 16ers, da wollen wir weiter mit den Finesse-Shots arbeiten. Die sind immer noch sehr, sehr gut in FIFA, und zwar dazu einfach R1 oder RB halten und dann mit der Kreis- oder der B-Taste den Schuss aufladen. Sehr, sehr gut hier ins lange Eck zu zielen mit dem linken Stick. Du kannst diese Schüsse auch nochmal timen, indem du, wenn das Bein des Schützens am höchsten Punkt ist, nochmal die Schusstaste drückst. Aber du siehst, wie auch in dem Beispiel hier, auch ohne Time-Finesse ist das sehr, sehr gut. Und am besten sind sie aus diesem Bereich hier, so außerhalb des 16ers, von hier immer in den langen Winkel. Sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinger reingehen. 5. Tipp, das Aufbauspiel. Wir wollen ja immer sehr, sehr ruhig aufbauen, auch mal wieder recyceln, und am besten funktioniert das Ganze über die Außen, denn viele Gegner haben ja eine Formation, wo sie in der Mitte viele Spieler haben. Außen ist meistens der Platz, nicht weil wir dann flanken wollen und Kopfbälle machen wollen, sondern einfach zum 16er durch, vor den 16er durch und dann in die Mitte schieben. Und dann hast du natürlich neben dem Vorteil, dass du gut durchkommst, auch nochmal eine Absicherung, denn von außen ist der Weg zu deinem eigenen Tor viel, viel weiter als einfach durch die Mitte, wenn du doch mal einen Ballverlust hast. Skill Moves im 16er. Meine Nummer 1 ist der Fake Shot. Ein Fake Shot ist ja einfach, wenn du Kreis oder B, also schießen, drückst und dann X oder A, also die Passtaste, drückst. Und da hast du einen Tempo Boost. Das ist sehr, sehr gut, um in diesen Winkel zu kommen. Denk dran, diese erste Ballberührung aus dem ersten Tipp ins lange Eck. Dafür ist der Fake Shot gut. Und das dritte, wie hier mit Dina Thale, sehr, sehr gut, um so Richtungswechsel zu machen. Wenn der Gegner dann manuell verteidigt, kannst du den perfekt aussteigen lassen. Falls du mehr Skill Moves brauchst, verlinke ich dir hier meine Top 7. Die richtigen Spieler auswählen im 16er. Die 2 entscheidendsten Stats sind der Abschluss und die Schusskraft. Und außerhalb des 16ers sind das dann die Schusskraft und die Weitschüsse. 5 Sterne Weakfoot hilft dir auf jeden Fall im 16er, dass du dich in jede Richtung drehen kannst. Wenn du jetzt jemanden hast wie Salah oder so, der nur 3 Sterne Weakfoot hat, werden gute Gegner immer den linken Fuß verteidigen, den rechten eher offen lassen. Hier hast du eine Auswahl für jedes Budget, sind da mittlerweile bei den Preisen richtig gut OP-Stürmer drin. Bonustipp: immer wenn du deine ZTMs, deine Verteidiger hinterm Ball hast bei gegnerischem Ballbesitz, kannst du mit deinen Stürmern, mit deinen ZTMs ordentlich Druck machen. Manchmal sind auch solche Geschenke wie hier dabei, aber wirklich nur, wenn du hinten abgesichert bist. Eine absolute Meta-Taktik, die dir helfen wird, die Tipps umzusetzen, ist meine 4-2-2-2. Die verlinke ich dir hier nochmal. Ansonsten abonniere den Kanal, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.